Ihr seht es, wenn ihr aus dem Fenster schaut oder den Fernseher anmacht. Ihr könnt es spüren, wenn ihr auf die Arbeit geht oder einfach durch die Straßen eurer Stadt. Die BRD-Demokratie ist eine Scheinwelt, die man euch vorgaukelt, um euch von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit ist das? Die Wahrheit und die Tatsache, dass ihr die Sklaven des globalisierten Kapitalismus seid. Ihr seid in einem Gefängnis, das ihr weder anfassen noch riechen könnt. Es soll Gefängnis für euren Verstand sein. Das System arbeitet seit Jahrzehnten daran, euch neue Identitäten zu geben. Durch Umerziehung, Gehirnwäsche und Neuausrichtung. Ob der internationale Kommunismus oder der internationale Kapitalismus als menschenfeindliche Ideologien, beide ähneln sich in ihrem Streben nach der Wandlung von Volk in Masse. Warum entscheiden sich denn Menschen, ihre Heimat zu verlassen und nach Westdeutschland zum Beispiel zu gehen? Sie erhoffen sich eine bessere Arbeit. Sie erhoffen sich bessere Lebensumstände. Sie erhoffen sich eine bessere Zukunft. Ich kann euch versprechen, aus eigener Erfahrung, das stimmt nicht. Es mag vielleicht auf den ersten Eindruck so sein, dass man eine Stelle findet, die einem vielleicht besser liegt als hier vor Ort und dass man augenscheinlich mehr Geld hat. Das ist nicht so, aber dazu komme ich später. Erstens, eine bessere Arbeit. Das war vielleicht vor 10 Jahren so, aber aus eigener Erfahrung, es ist gerade im Handwerker- und Arbeiterbereich, ist es in Westdeutschland nicht mehr besser. Es mag vielleicht noch Ballungsgebiete geben, wie zum Beispiel das Rhein-Main-Gebiet, wo ihr durchaus eine größere Auswahl in dem Bereich habt. Ihr habt von dem Geld, was ihr da verdient, nicht mehr. Wenn man zum Beispiel Hessen betrachtet, das Bundesland, wo ich 15 Jahre war, dann braucht man nur auf die ländlichen Strukturen zu schauen, auf die ländlichen Umgebungen. Zum Beispiel Nordhessen hat eine Arbeitslosigkeit von 20%. Diese Menschen pendeln teilweise 200 Kilometer ins Rhein-Main-Gebiet, um dort zu arbeiten. Ich hab später einige Ingenieure kennengelernt, die das genau getan haben. Eben weil sie verwurzelt waren in Nordhessen, aber die Arbeit im Rhein-Main-Gebiet waren. Also von Lebensqualität kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich frühs und abends je 2 Stunden unterwegs bin. Normale Handwerker und normale Arbeiter. Da ist mittlerweile in Westdeutschland und das auch im Rhein-Main-Gebiet ein Arbeitsklima geschaffen worden. Diese Menschen haben es schwer, sehr schwer. Wenn man in Arbeiterarbeit wohnen möchte, hat man Lebensumstände, die grausam sind. Und wenn man Wohnumfeld haben möchte, muss man 2 Stunden Fahrzeit in Kauf nehmen. Dann hat sich das mittlerweile das Blatt in den letzten Jahren so gewandelt. Ein kleines Beispiel, ein Bekannter von mir hat bei Mann gearbeitet an der Maschine. Er war ausgebildet, der hat 3 netto rausgehabt. Das ist recht viel. Das hat sich diese Firma natürlich so gedacht. Sie hat vor 2 Jahren die Krise dazu genutzt, 2 Drittel ihrer Belegschaft rauszuschmeißen. Hat ihr natürlich Abfindung geben müssen. Aber auf lange Frist ist sie jetzt billiger. Sie hat eine kleine Belegschaft beibehalten, die von Menschen, die natürlich Ahnung haben, die Maschinen einrichten können. Und sie ersetzt die vorgehenden 2 Drittel von Facharbeitern, ersetzt sie durch Menschen, die einfach nur angelernt werden. Der Vorteil, den braucht sie nur 2000 brutto geben. Das bedeutet bei Steuerklasse 1 ungefähr 1300 Euro netto. Jetzt muss man sich mal überlegen, die Mieten im Rhein-Main-Gebiet sind nicht das, was ihr hier habt. Ich bezahle in Frankfurt für eine 3-Zimmer-Wohnung 800 Euro kalt. Wenn ich also diese 800 Euro im Verhältnis, was ich hier verdiene, wenn es nur 1200 sind, und hier eine Wohnung warm 300 bezahle, muss ich 500 Euro netto mehr verdienen, um aufs selbe Niveau zu kommen. Also was hier in Sachsen 1000 Euro sind, sind im Rhein-Main-Gebiet 1800 im Verhältnis. Man bekommt für das Geld dasselbe, nur die Lebensumstände sind noch viel, viel schlechter. Dann noch zur Lebensqualität. Natürlich ist es hier oftmals so, man hat kleine Ortschaften, gerade junge Leute, die bemängeln das vielleicht. Kleine Ortschaften wie Geita, da ist ja nichts los, überhaupt nicht. Das ist ein bisschen langweilig. Ja klar, immer das, was man nicht hat, findet man toll. Und das, was man vor der eigenen Haustür hat, ist immer irgendwie langweilig und doof. Ich habe mal genauso gedacht. Aber genau
Ich habe jetzt 15 Jahre Frankfurt am Main hinter mir und ich suche genau so etwas. Das Dorf, in das ich ziehen werde oder mir ein Häuschen vielleicht irgendwann mal hole, das darf nicht mehr Einwohner haben als 300. Und das habt ihr hier. Lasst es nicht, ich würde es nicht verfallen lassen, ich würde es nutzen. Ja, warum macht man das Ganze denn? Warum geht man denn weg? Weil man sich eben eine bessere Zukunft verspricht. Natürlich für seine Familie. Ja, wenn ihr selber mal den Entschluss fasst, hey, ich gehe mal 2, 3 Jahre in die Schweiz, ich gehe mal ins Rhein-Main-Gebiet, um beruflich einfach mal auf eine gewisse Erfahrung zu bekommen, dann ist das noch in Ordnung, das ist nachvollziehbar. Aber wenn ihr eine Familie gründet und Kinder habt, dann wäre es schon meiner Meinung nach ein Verbrechen. Nicht an euch, aber auf alle Fälle ein Verbrechen an eure Kinder. Ich persönlich habe es am eigenen Leib gespürt. Schule ist die Hölle. Mein Cousin ist Anfang 2000 aus Weimar nach Frankfurt am Main nachgezogen. Warum? Familie war ja schon dort. Er hat zu dem Zeitpunkt ein 3-jähriges Kind gehabt, was dann 3 Jahre später eingeschult wurde. Er hat ungefähr in einem Nachbarstadtteil 2-3 Kilometer weiter weg gewohnt. Innerhalb von 3 Monaten nach der Einschulung seines 6-jährigen Sohns haben sie fluchtartig Frankfurt am Main verlassen. Warum? Mein Cousin heißt Paul. Paul kam jeden Tag weinend nach Hause. Papa, Mama, ich verstehe die nicht. Die reden nicht mit mir. Die ärgern mich. Also sie haben wirklich innerhalb von 3 Monaten, also eigentlich schon am ersten Tag, haben sie die Wohnung gekündigt und sind 45 Kilometer aus Frankfurt rausgezogen. Was natürlich auch für die Eltern, die beide berufstätig sind, einen weiten Fahrtweg jetzt wieder inne hatte. Das einzigste Mädchen bei ihm in der Klasse, mit dem Paul auf Deutsch gesprochen hat, war das Negermädchen, weil die nämlich auch kein Türkisch konnte. Ihr habt ja bestimmt vor einigen Jahren, war ja viel in der Presse, Rötli-Schule. Also ich habe das vor 15 Jahren auch schon erlebt. Deutsche werden, Ich wurde anschließend natürlich auf dieser Schule, mich haben sie immer Nazi genannt oder ähnliche Sachen, aber ich habe so viel Ausländerfeindlichkeit und Rassismus an eigenem Leib gespürt in dieser Schule, weil ich Deutscher bin. Das merkt man, wenn man dort berufstätig ist, wenn man dort auf Montage ist, wenn man dort mal eine Zeit lang lebt, merkt man das nicht. Aber schickt ihr eure Kinder mit den Kindern eurer Arbeitskollegen in eine Schule, die merken es. Und ihr werdet... Mein Cousin, wie gesagt, ist 45 Kilometer fluchtartig aus Frankfurt geflohen. Mittlerweile ist das so gekippt, es gibt, zu der Zeit, als ich zur Schule noch ging, gab es Stadtteile, in denen es Schulen gab, in denen gab es pro Jahrgang einen Deutschen. Mittlerweile gibt es nicht nur ganze Stadtteile, ganze Schulen, es gibt Städte, da gibt es keine Deutschen mehr. Auf einem Land, da wo noch viele Deutsche sind,